Halli, hallo und Hallöle. Ja, die liebe Curry ist das mal wieder. Mit heute mal wieder mit einer normalen Buchrezension. Schweres Wort. Buchreview ist viel besser. Ja, ich habe ja eigentlich eine Bücherliste. Und nein, das ist leider kein Buch daraus. Und der nette Nebenkommentar geht von meinem Vogel aus, also. Stille da! Also, der will mitreden, habe ich das Gefühl. Naja, ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Also, es ist kein Buch, direkt kein Buch aus meiner Bücherliste. Es ist Changeling. Ich hab das zweite Buch jetzt durch. Auf Englisch natürlich, auf Deutsch habe ich schon länger durch. Aber deswegen kommt auch die Rezension, beziehungsweise Review, egal was ich mache, sage, auf Deutsch. Nun ja, auf dem Cover sieht man die mittlere Schwester Delilah und der Vogel nervt. Und ja, weil mein Freund liest gerade das erste Buch davon. Ja, in dem Buch geht's, in dem Teil, im zweiten Teil, sind ja ineinander übergehend, geht's darum, dass Delilah einen Auftrag von ein Werpuma bekommt. Irgendwie werden gehen dauernd Mitglieder des Clans des Rainer Puma Pride ich muss gerade mal überlegen. Puma ja irgendwie Rainer Puma. Ich kann es gerade nicht finden. Werden Leute getötet und Delilah und ihre Schwestern sollen eben auf den Grund gehen. Wieso? Ja, sie gehen dann auch auf den Grund und treffen auf ein Nest von Wehrspinnen. So kleine Spiderlings wird das in Englisch beschrieben. Und natürlich sind sie auch noch auf der Suche nach dem. Auf nach. Nach den. Seelensplitter oder wie sie heißen gerade, ich glaube. Ach egal. Diesen Seelensplitter, die neuen Teile. Und die Spur führt dann auch irgendwie zu dem Wehrspinnen. Und ja, dann kriegen sie noch Hilfe von dem Autumn Lord, also von dem Herbstkönig. Und Delilah kann sich ja in so eine süße kleine Hauskatze verwandeln und was es nun damit auf sich hat, mit dem Herbstkönig und was dann weiter in dieser Geschichte passiert, würde ich euch selbst raten zu lesen. Also ich fand es sehr, sehr spannend, deswegen hab ich das Englische auch nochmal durchgelesen. Also nochmal durchgelesen auf Englisch eher gesagt. Deswegen kommt auch nochmal den Upload. Also das deutsche Buch ist unter Knorr, bei Knorr erschienen unter dem Namen Die Katze, Schwestern des Mondes, Band 2. Das englische Buch heißt Changeling und ist bei dem Penguin Verlag eben erschienen. Ja, das wär's eigentlich dazu und ich hoffe, ich krieg meine Bücherliste dann auch noch durch. Eigentlich war ja auch was wie von Jasmine Gallion hier auch an einem Buch dran. Aber leider hat sich noch Atlantia heute dazwischen geschoben und dann noch ein anderes Buch, was ich von mir tödliche Sudoku, ist da jetzt auch irgendwie noch zwischengerutscht. Aber okay, ich kann jetzt nebenbei dann eben auch noch mit dem dritten Band auf Englisch anfangen und dazu, wenn da das fertig ist, kommt es eben auch noch wieder. Ich würde euch, egal ob ihr das Deutsche liest, aber bei dem Deutschen müsst ihr damit rechnen, dass es eben nach dem 14. Band nicht mehr weitergeht. Ans Herz legen und dann auch natürlich das Englische und auf Englisch kommt nächstes Jahr 2016, Januar 2016, das letzte Buch raus. Also, wir hoffen ja auch, dass es auf Deutsch weiterkommt. Kommentare, Kritiken, bitte in die Kommentare. Ich kriege sonst wie immer gerne mal die Krise
Und ich hoffe, der Vogel hat nicht allzu sehr gestört. Der schiebt nämlich gerade ganz gerne rum. Ja, cheep, cheep. Mein Freund ist. Auf welcher Seite bist du denn? Ich bin gerade im ersten Kapitel durch. Oh, er ist mit dem ersten Kapitel durch. Super. Dafür kriegt er einen Namen. Okay, wir sehen uns, damit das Video nicht allzu lang wird. Macht's gut und habt noch eine schöne weitere Woche. Ciao, ciao!